Jo, dann mal einen schönen guten Abend hier auf Speed Gaming Deutsch. Und willkommen zu Race 1 zwischen Irrohr und Matt 7898. In den Top 16 des Link to Past Randomizer Main Tournaments 2022. Geht auch schon los. Leichte technische Probleme noch. Ich guck mal, ob ich da ein wenig dran gewerkelt kriege. Sehen hier auf jeden Fall Irro mit dem Sanctuary Start, kriegt blaue Rubine von der Buschkrabbe. Ja, Modus heute Boss Endemizer, also Boss Shuffle mit MC. Das heißt, keine Map-Checks möglich, bis wir die Karten gefunden haben. Und die Bosse in den Dungeons sind nicht unbedingt die, mit denen wir jetzt, oder mit die wir gewohnt sind. Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, denn 7-7 bedeutet, wir müssen nur 7 Kristalle beenden. Wir wissen halt aber nicht welchen oder welche. Das werden wir im Laufe des Spiels in Erfahrung bringen müssen. Wissen aber schon mal, Green Pendant ist ein Hera. Das ist also ein potenzieller Dungeon, in dem wir nicht abschließen müssen. Eine Map für Eastern in der Nähe von Sahasrara und die Moon Pearl im Blindsette in Kakariko. Außerdem scheint sich jetzt die Technik einigermaßen beruhigt zu haben. Hoffen wir also mal, dass wir ab jetzt vernünftig dieses Race verfolgen können. Falls das jetzt noch nicht bei allen angekommen ist, natürlich für euch wie immer kommentieren, wie man es im Layout auch schön lesen kann. Der Rallentank hier, das bin ich. Diesmal mit Unterstützung eines Trackers, der gute Dudwave, heute mal an den Knöpfen, da der internationale Restream nicht auf einem der Speed Gaming Kanäle stattfindet und wir deswegen tatsächlich einen eigenen Tracker brauchen. Aber daher umso schöner zu sehen, dass dort eben dann sich auch immer die Freiwilligen finden.
Okay, ein Kompass auf der Library. Ja, Kompass ist tatsächlich in diesem Modus sehr interessant. Sie erlauben uns beim Betreten eines Dungeons mit einem Blick auf die Dungeon Map in Erfahrung zu bringen, welcher Boss denn am Ende des Dungeons auf uns warten wird. Das in dem Modus, wo wir natürlich nicht wissen, welcher Boss am Ende des Dungeons ist, eine durchaus wertvolle Information. Kann einem unter Umständen es ersparen, in einen Trinex reinzulaufen, den man eh noch nicht besiegen kann. Okay. Back of Escape hat die Map für Hera, die relativ uninteressant sein dürfte für Eriror, der das Ganze ja schon bei Sahasral in Erfahrung gebracht hat. Ja, Eri. Ebenfalls auf dem Weg, Kakariko aufzuräumen, wo Matt natürlich schon komplett durch ist. Wir haben die Blue Mail gesehen, Eriror wird noch seine Moon Pearl finden, beide haben einen Handschuh. Und wir haben einen Bogen auf Lumberjack, das kann ganz interessant sein, es gibt zwei. Es ist gut möglich, dass wir einen davon brauchen. Dann ist natürlich die Frage, wo befindet sich der Weite? Nochmal drei Bomben unten im geflutenden Spot am Damm. Natürlich ganz angenehm für Matt, der noch keine andere Waffe hat als Bomben. Und ja, 8 Bomben für Minimolum Cave, beziehungsweise 7, sind angenehmer als 4. Eri auch mit Kakariko fertig. Oh, Matt kriegt hier einen Full Magic Drop von den Minimoldorms. Und Eriror wird Matt jetzt Richtung South Shore folgen. Kompass für Ice Palace. Ja, ein netter Kompass. Die Lampe spendet uns schon mal Licht, ermöglicht uns, auf den Mountain zu kommen. Dazu noch 300 Rubine. Das ist ein extra Geld. Für Eriror schon interessanter hier, der mit etwas mehr Geld schon von Saha ausgestattet gewesen. Käme auf 447 Rubine. Das ist nicht mehr weit weg von den 500 benötigten Rubinen für einen gewissen König Sora, der uns ja ganz gerne mal überteuerte Items verkauft. Aber so ab und zu hat er dann doch mal was recht Nützliches im Angebot. Matt schon mal an Icehold Cave angekommen. Finde dort ein Bugnet. Na, schauen wir mal, wie Eri mit der Minimoldorm Cave zurechtkommt. 2 Bonden mehr. Oh, der erste kommt aggressiv runter. Oh, da geht schon mal eine Bombe ins Leere. Das möchte man natürlich nicht sehen. Ah, die trifft noch gerade eben. Dann wird sich auch Eri hier die Lampe und das Geld abholen. Kommt eine Frage in den Chat zu der MSU, die hier gerade zu sehen ist. Auf Eriros Seite haben wir gerade Octopath Traveler aktiv als MSU. Matt spielt mit der Donkey Kong Country Trilogy MSU. Auch da nochmal 100 Rubine für Matt und die Easter Map. Und ja, sieht so aus, als ob Matt auch das Ganze dann weiterverfolgen wird, rein Richtung Eastern Palace. Ohne Bogen und noch keinen Weg zum Boss möglich. Ja, Eriror hingegen öffnet hier schon mal die Rubine Cave bei Icehold Cave. Ja, und ja, sieht so aus, als ob Eriror wohl vorhat, sich einmal zu Sora zu begeben.
Ja, aber keine extra Rubine geholt. Eri sagt sich, ich habe 447. Ich kann mir mit dem Moonpearl sowieso die Waterfall Fairy holen. Mit ein bisschen Glück kriege ich hier noch Geld. Ich hätte vielleicht doch ganz gerne gesehen, dass Eri sich zumindest noch einen Fünfer mitgenommen hätte, sodass er bei einem 50-Rubine-Drop hier dann doch noch direkt hätte Sora bezahlen können. Ja, findet aber nur ein 20er. Ja, und wird das Ganze dann Richtung Hobo beenden. Nur 20er auf Lake Hylia Island, während Matt seit aus Eastern Palace immerhin schon mal ein Quake-Medaillen gezogen hat. Wir wissen auch, dass Eastern ein Crystal ist auf der Seite von Matt. Sehen wir das C ganz oben links. Nicht sicher, ob es ein Red Crystal noch sein könnte. Ich glaube nicht, dass Matt den Map-Check gemacht hat, weil er sowieso vorhat, in den Dungeon zu gehen. Ja, 10 Pfeile auf dem Hobo, die helfen nicht weiter. Aber da ist ein Hookshot. Map für Hyrule Castle. Die relativ wenig nützlich. Ja, der Hookshot tatsächlich jetzt doch sehr wertvoll für Matt. Ja, für Eri der Weg nach Eastern jetzt tatsächlich nicht ganz das, was man sich, ja, was man gerne machen möchte. Aber mit dem Hookshot, der Lampe und dem Handschuh auf dem Berg eine ganze Menge Logik. Eri Rohr, der sich jetzt schon Richtung Berg begibt, dort immerhin schon mal den alten Mann abgeben wird, kann aber außer Spectacle Rock dort oben erstmal nichts weitermachen. Von daher wird für ihn nicht viel anderes übrig bleiben, als dann gleich doch nochmal runter zu gehen und den Weg nach Eastern anzutreten. Finden auch noch ein Powder, nette Safety, sollte man gerade in einem Boss-Shuffle nicht unterschätzen. Die Möglichkeit, sich nochmal sehr, sehr günstig in Dungeons vollheilen zu können. Auf der anderen Seite sehen wir das zweite Medaillen auf der Seite von Irirohr. Heute Ether auf dem alten Mann. Ja. Auf Specrock liegt nur ein Herzteil. Das braucht keiner. In Specrock genauso. Ja, dann denke ich, als Erihor Richtung Eastern ziehen. Map Compass Shuffle ja auch in diesem Boss-Modus vorhanden, daher Eastern mit 5 Items, die in Logik wären, und Erihor zieht es eher Richtung Richtung Agina. Okay. Ja, ein bisschen dadurch vielleicht auch hergeleiten. Kommt ein bisschen dadurch, dass es ja, oder dass Eriro eben schon bei Sahasrala war, nicht nach Eastern möchte unbedingt, wenn es sich vermeiden lässt. Kann hier auch noch ein bisschen Geld mitnehmen auf dem Weg zu Agina. Ich denke nicht, dass hier die vollen. Okay, nimmt er doch. Ist jetzt natürlich ein einzelner Check hier noch, den Erigor mitnehmen kann. Wäre ihm zu wünschen, dass dort was Nützliches drauf ist. Denn ansonsten geht hier Matt schon mal mit einem kleinen Vorsprung. Vielleicht so in die frühe Mittelphase dieses Seeds, sobald sich dann die Dark World öffnet. Kompass für Eastern. Okay, das wiederum könnte unter Umständen hilfreich sein. Sehr, sehr viele Wenn und Abers dabei. Aber Erik kann jetzt bei seinem Trip in Eastern schon mal in Erfahrung bringen, was dort für ein Boss ist. Und wenn da jetzt nämlich zum Beispiel ein Boss ist,
der sich eben nicht so einfach besiegen lässt. Okay, wir haben jetzt den Hookshot, das heißt Argus zum Beispiel kein Problem. Aber Trinex, Kohlster. Dann, ja. Könnte da Matt unter Umständen vielleicht einmal in den Dungeon rennen, den er nicht abschließen kann. Und jetzt Eri unterwegs Richtung Onkel und Front von Hyrule Castle. Dann an der Seite haben wir leider verpasst, was alles im Paradox Cave noch rumlag. Sah aber nach dem Master Sword aus, dass Matt da gerade rumgeschwungen hat. Ja. Wir haben einen Fire Rod auf dem Onkel. Den wird auch Matt gleich bekommen. Natürlich mit dem Master Sword hier schon tatsächlich ein bisschen besser ausgestattet und ja, sieht nicht so aus, als ob Matt jetzt Dark World Access gefunden hätte auf dem Mountain, außer eben der Möglichkeit, Agar zu machen. Hat die Lampe, hat ein Master Sword, hat die Moon Pearl. Das ist alles, was man braucht, um in die Dark World zu gelangen und dort was machen zu können. Und wir haben mit Handschuh und Hookshot eine Möglichkeit, Richtung westlichen Teil der Dark World zu kommen. Und wir wissen, da ist ein Bogen auf Lumberjack. Das heißt, so ein Agar zu machen, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Verkehrteste, denn wir wissen schon, Eastern ist ein Crystal, zumindest auf Matts Seite. Das heißt, wir werden Bogen brauchen. Und wenn man dann einen weiß, wo er ist, ja, und dann mit Boots den abholen kann, wird sich schon anbieten. Jetzt allerdings hier keinen Hyrule Castle Small Key extra bei Eriro und auch nicht bei Matt. Ich gehe mal stark davon aus, dass der sich im Dark Cross befindet. Denn hier in Zeldas Zelle kann er nicht mehr sein. Kompass für Gundams Power, der leider nicht so extrem nützlich. Naja. Erigor jetzt dann doch langsam wieder zurück auf dem Weg Richtung Eastern Palace. Und Matt setzt hier zum Death Orb an, wird direkt zu Agar gehen. Mit Ausnahme von Sora wissen wir sämtliche Checks in der Light World, die wir Zugang haben. Und keiner davon hilft weiter in Richtung Dark World, von daher Agar wohl unvermeidbar. Und wie gesagt, dadurch, dass eben Bogen auf Lumberjack ist, hat das Ganze sowieso einen weiteren Vorteil, Agar einfach zu machen. Ja, und mit Fire Rod Master Sword haben wir auch eine recht ordentliche Bewaffnung. Mit einer Blue Mail sind wir auch ganz ordentlich geschützt gegen Schaden. Natürlich auch noch schön, dass dann hier die beiden Garten Herzen droppen. Ja. Bei Eri läuft jetzt dem guten Matt erstmal ein wenig hinterher. Ja. Man muss halt dazu sagen, Matt hat keine Fake-Flipper-Checks gemacht, also war nicht bei der Waterfall Fairy, war nicht bei Hobo und hat auch nicht Agina bisher gecheckt. Das ist natürlich alles lange Laufstrecken. Außerdem Matt nur einmal in der Eastern Area gewesen, Eriro musste zweimal hin.
Und auch jetzt der Weg zum Castle. Den wird Erihor zweimal antreten müssen. Matt war nur einmal da gewesen. Und eben diese ganzen Kleinigkeiten summiert, geben einen doch nicht gerade geringen Vorsprung schon zu diesem Zeitpunkt. Für Matt. Erihor theoretisch mit einem leichten Informationsvorteil, dadurch, dass er den Bestandteil des Boss in Erfahrung bringen kann. Wenn er denn möchte. Ich habe Erihor noch nicht den Dungeon-Map-Check gemacht, sehen gemacht, der ihm dann verraten würde, welcher Boss am Ende dieses Dungeons auf ihn wartet. Gibt auch tatsächlich nur noch einen Boss, den wir nicht besiegen könnten. Das wäre Trinex, denn uns fehlt noch der Ice Rod. Wir haben einen Fire Rod für Coldstair, wir haben einen Hookshot für Argus. Alles andere kann man mit dem minimalsten Equipment machen, das es gibt. Im Schwert und Bomben, wobei Erihor noch kein Schwert hat, das wird er bald finden. Und jetzt hier noch die Full Magic mit. Bei einem Fire Rod als einzige Waffe und Horn. Nicht ist so verkehrt. Ja, und dann Erihor jetzt unterwegs Richtung Paradox Cave. Sich bereits um Aghanim kümmert. Jetzt werden wir auch in Erfahrung bringen, was Matt denn hier in Paradox Cave noch gefunden hat. Wir haben das eine Schwert hier unten gesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass da muss noch ein zweites Schwert gewesen sein muss. Da ist es. Wir haben außerdem gehabt einen Kompass für Pot, das ist ganz interessant. Und der Kompass, der andere war für Hera. Auch der nicht komplett uninteressant. Auf der anderen Seite, in Hera kann kein Trinex sein, die Hera Boss Arena hat ein paar Limitierungen. Und ja. Alle Bosse, die dort sein können, können wir bereits besiegen, auch wenn es nicht unbedingt angenehm ist. Das heißt, so ein Hera-Kompass vielleicht uninteressanter. Oh, Matt hat sich jetzt auch erstmal gedacht, Pot interessiert mich nicht, könnte ich reingehen, aber ich habe noch keinen Bogen, eventuell ist es sowieso bowlocked. Und ich kann jetzt hier erstmal die Westseite der Dark World machen. Sobald man Boots findet, kann man sich einen Bogen abholen bei Lumberjack. Also kein Grund unbedingt Boots zu finden. Und wir haben auch noch einen Kompass für Skullwoods gehabt. Okay, der wäre jetzt natürlich für ein Match schon mal sehr interessant zu wissen. Kann er denn jetzt hier den Boss in Skullwoods mitnehmen? Denn Skullwoods ist ein Crystal. So, jetzt ebenfalls unterwegs Richtung Aga. Ja, hier gute 5 Minuten erstmal hinten dran. Das ist schon ein ordentliches Stück. Ja, Skullwoods auch generell in Map Kompass Shuffle. Natürlich mit 2 Items mehr. Und mit 4 Items ist Skullwoods dann doch durchaus etwas attraktiver. Aber auch hier, nee, bisher kein Map-Check von Matt. Das wäre vielleicht nicht unerheblich. Wir haben keine Flasche.
Und wenn ein Colstair hier ist in Skullwood, dann würden wir das gerne wissen wollen. Wobei, kann Colstair hier überhaupt sein? Auch die Skullwood Boss Arena hat einige Beschränkungen, welche Bosse hier sein können. Ja, schauen wir mal. Matt auf jeden Fall unterwegs Richtung Boss. Blumail, 7 Herzen. Master Sword. Ist nicht das schlechteste Equipment. Schauen wir mal, was wir denn vorfinden. Nutzt sie das Ether, um die Gyptos aus dem Weg zu räumen und dann die Lampe, um möglichst magiesparend arbeiten zu können. Hat jetzt nicht ganz 2 Fire Rod Shots verbraucht. Wird nochmal 1 Small Magic wiederbekommen. Kriegt hier noch einen zweiten, das ist wichtig. Könnte dann jetzt nämlich mit Full Magic in den Bossfight gehen. Verliert dafür aber ein Herz. Das kann er sich auch nochmal wiederholen. Oh, aber verliert hier noch ein weiteres halbes und damit keine Sword Beams mehr. Na, schauen wir mal, welchen Boss haben wir heute im Skullwood? Und, ah, cool. Guck mal, da ist tatsächlich der coolste. Also gut, dass wir voll Magic haben. Ja, und da war aus Versehen Powder dabei. Damit die Magic nicht mehr da und, ja, Matt geht sich Deathwarpen. Eieieiei. Ja. Also Matt schon mit der richtigen Idee, Magie sparen und versucht möglichst voller Magie anzukommen, denn ja, es kann halt immer ein Coldstair am Ende auf einen warten und wir haben momentan einfach keine Reserve-Magie. Aus der volle Magieleiste, um die Hülle aufzubrechen mit dem Fire Rod. Mit Sword Beams hätte man da vielleicht ein wenig schummeln können. Aber die hatte Matt verloren. Und ja, das Powder aus Versehen einmal mittendrin. Ja, zwingt Matt später wiederzukommen. Oh, Ero hat dessen auch fertig mit Aghanim. Ja, wir hatten noch ein Buch unter der Brücke in Skywoods gefunden. Das heißt, Zugang zu Desert. Außerdem können wir Tablets checken, sobald wir denn mal an irgendeines der beiden gelangen könnten. Uns fehlt auch ein Hammer oder ein Spiegel. Mit dem Hammer hätten wir Ether-Tablet zugänglich, mit dem Spiegel sogar beide. Error geht mir auch einmal Bumperlet checken. Sieht dort nur 300 Rubine drauf. Ja, und wird jetzt sich wahrscheinlich ebenfalls Richtung Skullwoods reinbegeben. Matt. Unterwegs in Wildschiff Outcast. Seahouse nur mit einem Herzteil. Schauen wir mal, wie Eriro hier den Dungeon angeht. Insgesamt ein Herz mehr als Matt schon mal. Seine kleinen Exkursionen in die Flora Area und zu Agina.
kriegt auch noch den Warmaster Express wieder raus aus dem Dungeon. Gerade noch rechtzeitig. Dann sagte Matt aber schon mal. Unterwegs in Thiefstown. Eriro hat in Erfahrung gebracht, ja, da ist tatsächlich ein Coldstair. Ja, ich bin mal gespannt, denn ohne diesen extra Small Magic Drop auf dem Weg Richtung Ost oder der Version mit Bomb Jump, sodass Eriro tatsächlich nur die Lampe benutzt, um die Fackeln alle auf dem Weg zum Boss anzuzünden, wird Eriro nicht mit voller Magie bei Coldstair ankommen können. Bin mal gespannt, wie Eriro gedenkt, das Ganze anzugehen. Oh, und ja, Eriro hat schon überlegt, wie macht das am besten und wird da einmal vom Wallmaster gegriffen. Das hilft natürlich nicht. Auf der anderen Seite sehen wir Matt in Thiefstown. Thiefstown, ein einäugiger Muldorm. Schaut ein bisschen traurig aus, das Ganze. Und der fällt auch nicht besonders schwer. 20er Rubin als Belohnung. Oh, Eriro zündet jetzt hier auch das Aether Medallion. Ja, geht jetzt auch Eriro geht jetzt hier für Lampe, 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 Fire Rod. Ja, Eri fehlt Magie oder volles Leben. Und kriegt hier den Full Magic Drop. Das heißt, solange Eriro jetzt hier nicht seinerseits ein Magieunfall passiert, hat Eriro eine Chance, hier Coldstair zu besiegen. Ja, und da ist die Hülle kaputt. Boden wird schwarz. Ja, was man sich hier zunutze machen kann, die Spikes am Rand machen bei Coldstair Schaden. Und zwar Buttersword Schaden. Und ja, das ist ein Big Key der Motte. Ein Crystal für Eriro, während Matt offenbar ein Pendant eingesammelt hat in Thiefstown. Eriro wird nochmal sein Buch mitnehmen. Kann dann noch das letzte Item aus der Big Chest abholen, das Matt bisher verwehrt blieb. Na, Matt auch nicht in den hinteren Teil von Thiefstown gegangen. Schauen wir mal, ob sich das eventuell noch rächt, ob Eriro sich anders entscheidet. Wenn man sich an Eriros letztes Race erinnert. Es war eine leicht andere Situation, aber der hintere Teil von Thiefstown tatsächlich einer der großen Entscheidungspunkte in dem Race. Denn Eriro ging dahin, fand den Handschuh und der Gegner ging nicht hin, fand den Handschuh nicht und lief dann nur noch hinterher. Okay, Hype Cave auf der Seite von Matt. Herzcontainer bisher das Beste und bleibt auch dabei. Naja. Sehr schönes Bombjump Setup und leider nur in Anführungszeichen 20 Rubine aus der Skullwoods Big Chest. Das ist leider kein so großer Vorteil für Eriro. Der anderen Seite. Hatte natürlich jetzt schon diesen einen Crystal, den wird Matt später nochmal abholen müssen. Das wird ihn ein paar Sekunden Zeit schon kosten. Ja, Matt ist jetzt auf dem Weg Richtung Desert, wird jetzt auch Angina mitnehmen können. Den Check hatte Eriro ja schon, aber Matt kann das Ganze dann eben mit Desert verbinden. Schauen wir mal, ob in Desert etwas ist, was wir brauchen.
oder was uns hilft. Auch für Matt der Kompass. Wie ist dann? Schauen wir mal, was Erirohr hier in Thiefstown anstellt. Findet direkt den kleinen Schlüssel, das heißt schon mal ein garantiertes Item in der Big Chest. Und das bedeutet auch drei Items hinten. Ja, noch ein Herzteil dazu. Was Desert so für uns gebracht hat. Ja, hier noch 20er für Eri, also Front von Thiefstown. Mit zwei unnützen Items. Desert erstmal nicht bootslocked. Zumindest die rechte Seite nicht. Ja, und Desert auch gar nicht bootslockt. Wir haben ein Item auf der Torch, aber das werden wir zumindest sehen können. Oh, 20 Rubine. Und Erirohr geht auch erstmal zum Boss von Thiefstown. Das üblich für Boss-Shuffle. Ja, Moldorm, kein großes Problem. Auch Eri nimmt das Pendant mit. Das heißt, noch ein Pendant verbleibend. So, Torch hat einen Herzcontainer für uns. Der wird nicht großartig interessant sein. Und auch Erirohr geht nicht in den hinteren Teil von Thiefstown. Lässt dort zwei Items zurück, plus die Big Chest, die nicht abholbar wäre. So, auch fertig mit dem Digging Game. Dort nur weitere 5 Rubine drin. Matt auf dem Weg zum Desert Boss. Wer wird uns hier heute erwarten? Auch hier kann wieder interessant sein. Wir haben jetzt schon einen Coldstay gesehen, aber wir sehen, Matt greift zur Lampe. Kann sich jetzt hier gleich rechts nochmal ein Small Magic Refill holen. Oh, es ist Coldstay Nummer 2, der auch hier auf uns wartet. Und nein, es ist ein Vitreous. Ja, Vitreous ist immer so ein leicht unangenehmer Bossfight. Denn zwar ist da kein Goo am oberen Rand. Okay, waren das jetzt gerade beide Bow Dungeons als Red Crystals? Das heißt, oder dadurch, dass kein Goo oben am Rand ist, haben wir ein bisschen mehr Möglichkeit, uns in dem Fight zu manövrieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch keine Möglichkeit für Damage Boost Spins gegen Vitreous. Das macht den Kampf natürlich langsamer. Mit einem Master Sword ist es aber generell durchaus. Angenehm machbar gegen Vitreous. Es dauert ein wenig, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig spielen, denn die Augen machen immer noch Aua auf Blue Mail.
3 Herzen Schaden tun schon weh. Aber mit Geduld kriegt man diesen Kampf eigentlich relativ sicher. Ja. Schon unangenehmer wird die zweite Phase. Das große Auge zu bekämpfen mit dem Master Sword nervt ein wenig, denn man hat nicht immer genug oder nicht immer viel Zeit, um Spins aufzuladen. Und Witches Sprungverhalten macht aber Schwert-Slashes immer so ein bisschen unangenehm, weil sich der Rhythmus ändern kann oder der Zeitpunkt, wo man zuschlagen muss. Aber Matt sehr kontrolliert, sehr ruhig besiegt Vitrius hier in Desert, unserem letzten Pendant, aber gelohnt hat es sich trotzdem, denn da war der Hammer, den brauchen wir so für ziemlich alles andere. Ja. Jetzt haben wir den Salat aber. Denn was tun? Eastern ist leer. Pot wollen wir ohne Bogen nicht. Ice Palace können wir ohne Mitz nicht. Swamp können wir ohne Spiegel nicht. Bleibt uns eigentlich nur Hera. Und Hera ist ganz zufällig unser drittes Pendant. Und ja, keiner von beiden in der Lage gewesen, das Pad sinnvoll zu lesen. Aber Matt sagt sich, da ist ein Dungeon mit 4 Items oben auf dem Berg. Dazu das Ether-Tablet, das ich abholen kann. Ein Green Pendant, das dort hinter ist. Da also noch ein 6. Item. Und ja, so früh wie Pat in Logik ist, und man sowieso den ersten Pendant dann schon macht, weil es Thiefstown ist und man eben nicht weiß, dass es Pendant ist. Er geht halt so schnell. Den zweiten Dungeon gezwungenermaßen machen muss, denn man braucht nun mal den Hammer. Ohne geht's nicht. Ja, dann kannst du eigentlich auch gleich das dritte machen. So, Ether-Tablet hat die Map für Thiefstown. Ja, die nutzt uns nichts mehr. Auch Erivor auf dem Weg zu seinem Vitreous Fight. Noch Hera beginnt mit einem Herzcontainer. Da sagt sich Matt, ja, kann man nochmal mitnehmen. Wir haben einen Helmer in Hera. Ja, mit dem Hammer jetzt nicht unbedingt das größte Problem. Matt hat nur eine Bombe. Normalerweise Helmer tatsächlich in den Hera-Arenen angenehmer zu machen. Mit Bomben, mit dem Hammer des Movement. Etwas unangenehm stellenweise. Ja, aber Matt sagt sich auch, ich mache jetzt hier Herapod. Lass den Big Key unten im Basement liegen und lass das eine Item in der Hera Big Chest drin. Ne? Ja, ohne Möglichkeit, also ohne Spiegel aus dem Basement rauszukommen, tatsächlich nicht so angenehm. Könnte man mit Death Warp machen. Matt. Wegen. Nicht ganz sicher, was er da gerade bezwecken wollte. Okay, Bomben. Hat vielleicht sich nochmal ans Price Pack geändert, dass hier vielleicht auch Bomben zu holen sind. Gut, das macht natürlich dann etwas mehr Sinn. Auch 3 Bomben zu landen wäre schon angenehm. Selbst 2 Bomben hilft, das sind nämlich 8 Treffer weniger, die mit dem Hammer gemacht werden müssen. Erivor hat die Phase mit den kleinen Augen gut überstanden. Noch 3 Hammerhits für Matt.
Eri treibt Colts sehr richtig schön in die Ecke. Na, Colts, der sage ich schon, Witchfears. Und auch der Hammer für Eri. Na, ein Hammer hinten noch für Matt. Geht hier auf Nummer sicher. Dann ist die Maske ab, jetzt noch. Vier Spins auf den großen Kristall. Gar nicht so einfach, wenn sich Witchfears, Helmersword über dem Loch befindet und man eben aufpassen muss, dass einem weder die Flammen noch der Schwanz runterkicken. Und auch Eriroa wieder unterwegs auf dem Berg. Wird Matt Richtung Hera folgen, so wie es ausschaut. Also beide Runner hier. Mehr oder weniger im Gleichschritt. Für die Map, für Pot und das Green Pendant. Ja, jetzt ist aber die Frage, Matt hat jetzt hier in Hera nichts gefunden, was ihm konkret weiterhilft. Geht er jetzt doch nochmal für das Item in der Big Chest rein? Setzt er auf das Green Pendant Pot und Matt geht nochmal rein? Vielleicht nochmal auf der Suche nach einer Bombe oder so für einen möglichen Death Warp oder für das umliegende Schalter hier. Warp ihn hin. Ja, ich bin mal gespannt, ob Eriro hier von Anfang an das Basement vielleicht mitnimmt. Das würde Eriro hier definitiv etwas Zeit sparen. Wenn er hier nur einmal per Herapod den Dungeon hoch muss und nicht zweimal. Eri sieht, dass es hier ein Helmer ist. Eris Situation bombentechnisch wesentlich besser. Volles Set dabei. Matt kriegt hier nochmal 4 Jahre vom Starcross ab. Oh, dann rutscht ihn da irgendwie so ein Quickswap zwischen mit Quake anstatt der Lampe. Okay, was macht Eri? Hat schon die Bombe in der Hand. Ja, und auch Eriro hier mit dem Herapod. So, jetzt ist die große Frage, ist etwas in der Hera Big Chest und würde Eriro auch nochmal zurückgehen? Wir haben immer noch den hinteren Teil von Thief Town mit 3 Items. Ja, Matt kriegt offenbar den zweiten Herapod nicht ganz hin. Geht nochmal runter für den Schalter. Der zweite Herapod. Gelungen. Für Matt. Und in der Hera Big Chest haben wir 20 Rubine. Das heißt, dieser zweite Herapod hat sich für Matt mal überhaupt nicht gelohnt. Ah. Wird Eriroa folgen? Wird er da auch nochmal massiv Zeit investieren? Nur um 20 Rubine rauszuziehen. Wir haben immer noch den hinteren Teil von Thief Town. Wir haben immer noch Pot, wo wir mindestens einen Check machen können und eventuell mehr. Ja, Matt zieht es Richtung Pedestal zurück. Geht jetzt hier nochmal das Powder checken und Eriroa lässt Hera Big Chest liegen. Das spart ihm hier eine Ecke Zeit. Das, dreht jetzt hier die Führung, die Matt jetzt erstmal lange Zeit inne hatte, um. Denn auch wenn Matt hier noch schneller an dem Check von der Magic Bat ist, wir müssen bedenken, Eriroa hat bereits Colts, der in Skullwoods besiegt.
das wird Matt auf jeden Fall nochmal machen müssen. Und das dauert schon seine Zeit. Oh. Kleine Unterschiede in der Route hier. Matt geht zum Magic Bed. Eriroa bewegt sich direkt Richtung Pedestal und wird dann vermutlich von dort aus in die Dark World gehen. Also Eriroa skippt hier auch wieder die Magic Bed, die nichts hatte. Würde ihm also noch einen Ticken mehr Zeit sparen. Aber ja, Eriroa jetzt hier mit zwei doch recht aggressiven Skips zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nicht mehr so viel tun können. Und wir haben auf dem Pedestal eine Map, und zwar die für Misery Mire. Gut, das sagt uns jetzt nicht viel und speziell Eriroa gar nichts, denn der wusste schon, dass Misery Mire ein normaler Crystal ist. Und ja, okay, Eriroa geht doch nochmal das Powder checken. Ja, da ist Matts Routing dann vielleicht die Ecke schneller, wenn er jetzt vorhat, Richtung Thieves Town reinzugehen. Denn Matt ist näher am Dark World Access dran und Eriroa müsste dann doch nochmal den langen Weg durch Kakariko antreten. Zurück zum Portal. Also hier dann Matt tatsächlich mit der etwas effizienteren Route, dadurch, dass weder das Pedestal noch die Magic Bed dann unsere Progression waren. Ja, und wir sehen es jetzt hier, Matt auf dem Weg Richtung Dark World. Ja, und so wie es aussieht, Eri tatsächlich auch genau wie Matt unterwegs zurück Richtung Thieves Town. Jetzt mit dem Hammer ausgestattet, können wir alle drei Items hinten aus dem Teil rausholen. Na, da muss ich tatsächlich sagen, Matt hier hat mir zumindest mit der Route hier in Village of Outcasts besser gefallen. Eriroas Skip von der Hera Big Chest natürlich trotzdem die deutlich größere Entscheidung hier hat sich entschieden. Ja, es ist ein Risiko, aber es ist ein einzelnes Item, das wirklich sehr lange braucht, wenn man es nicht direkt mitnimmt. Ja. Durch den unglücklichen Fehler von Matt bei Coldstair in Skywoods eben das Ganze hier dann mehr oder weniger gerade gleich auf, vielleicht Eriroa mit 30 Sekunden Vorsprung in etwa. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Es ist halt der Weg Richtung Coldstair in Skywoods. Bin auch mal gespannt, ob Matt den vielleicht jetzt hier an dieser Stelle dann doch nach Thieves Town zurück antritt, weil es ist nun mal noch ein Item in Skullwoods. Es ist ein Crystal, er weiß es, und er weiß, dass der Dungeon theoretisch abschließbar ist. Ja, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist. Ja, man kann auf seine Magie gut genug achten. Das ist natürlich immer noch so, wir haben weiterhin keine extra Magie, wir haben keinen Bombus gefunden. Also ist schon nicht angenehm. Thiefstone Big Chest mit dem Kompass für Turtle Rock. Na dann nur noch die Maiden Cell mit einer Flasche. Ja, das Problem ist da nur, wir haben keinen Spiegel. Das heißt, für die Flasche müssten wir nochmal in der Light World zurück nach Kakiriko laufen.
Und für Matt ist das auch immer noch das Problem, er hat jetzt immer noch keine extra Magie in der Flasche. Geht sich jetzt hier erstmal eine Red Potion kaufen? Es sieht doch danach aus, als ob Matt für den Refight gegen Cold Steel zurückgeht. Hätte jetzt immerhin mit einer Red Potion die Option, auf jeden Fall mit vollen Herzen vor Cold Steel zu stehen. Und hat auch eine Safety vorhanden. Okay, und Erirohr lässt Flasche erstmal Flasche sein und Sikkit darf noch ein wenig länger ungestört in seinem Bett rumlungern. Erirohr zieht es jetzt erstmal Richtung Green Pendant Abgabe. Und ich vermute mal, danach würde Erirohr dann hier zum Dark World Portal gehen und mal in Palace of Darkness reinschauen. Und Green Pendant gibt uns den Kompass für Swamp. Ja, unsere Kompass Collection dürfte inzwischen relativ vollständig sein. Ja. Aber viel Optionen bleiben uns tatsächlich auch nicht mehr. Und jetzt hier im Extrem-Magiesparmodus unterwegs, achtet überhaupt nicht auf die Herzen. Wird jetzt gleich einmal seine Red Potion trinken, um ein Swordbeam zu haben, denn er kommt nicht mit voller Magie bei Coldstair an. Er braucht Hilfe von einem Swordbeam, um ein wenig zu schummeln, das Eis zu überschreiben. Ah, kriegt hier aber Doppel-Swordbeams rein, okay. Nicht schlecht. Wusste ich auch nicht, dass das hier so geht. Oder ob die Spikes da helfen. Ja, jetzt im zweiten Versuch Matt natürlich dann mit einer besseren Gelegenheit Coldstair zu besiegen. Auch hier wieder. Die Spikes machen den Kampf relativ angenehm, wenn man schafft, Coldstair dort reinzutreiben. Nimmt Coldstair einmal Buttersword-Schaden. 4 Treffer davon machen eine Wolke kaputt. Das war Coldstair in Skywoods. So, unterdessen zeigt uns Erirohr, was wir in Pot alles machen können. Wir können zumindest mal eine Truhe weitergehen. Ja, Erirohrs Flasche aber auch leer, das heißt, entweder sehen wir hier einen Mimic-Clip oder eben keine rechte Seite. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall an mindestens ein Item hier rankommen können. Ja, Matt kriegt die Information. Skullwoods war nicht die Antwort. Ist die Antwort Pot? Frage schwebt noch im Raum. Da war erst war schon der zweite von 6 kleinen Schlüsseln. Auch Matt anscheinend nicht interessiert daran, die Flasche abzugeben bzw. das Ticket zu checken. Bewegt sich Richtung Green Pendant und wird dann auch höchstwahrscheinlich Pot betreten, wie es Erirohr getan hat. Der Big Key? Und dritter kleiner Schlüssel, damit der hintere Teil für uns zugänglich, auch in Logik. Natürlich ohne Spiegel das Ganze trotzdem nicht angenehm zu laufen. Einmal extra Runden drehen ist nicht schön.
Da ist der Bogen! In Palace of Darkness. Wo auch sonst sollte er sein. Das heißt, ja, wir wissen immerhin, wo unsere Silvers sind. Und sobald die Boots vielleicht irgendwo auftauchen oder nicht. Ah, hallo Mitz. Euch gibt's ja auch noch. Bombus hätte natürlich Coles ja auch einfacher gemacht. Medaillensorgen brauchen wir jetzt nicht mehr haben. Alle drei bereits gefunden. Ja, und Pott wäre die ganze Zeit die Antwort gewesen. So, Erirohr jetzt hier zu einem Hammerjump. Hat keinen Key fürs Dark Maze. Wir sehen eine Motte. Das heißt, es sind 5 Keys vor, ne? Ja, Erirohr bereitet hier schon mal Death Warp vor. Ja. Sehr angenehm für den Death Warp, dass hier die Flammen und die Kudung muss auf jeden Fall immer True Damage machen. Ein Herz. Auch auf Blue Mail und Red Mail. Ja, aber dann kann man auch gleich schon mal Port abschließen. Und Eri merkt es gerade noch rechtzeitig. Ein Grund, warum er den Hammerjump machen musste, ist, dass er eben nicht genug Keys hat. Und ja, auch für den Boss brauchst du einen Schlüssel. Ja, und es fällt Erirohr gerade noch rechtzeitig ein, bevor er da rumgeht, dass er dann doch vielleicht eben einmal über die rechte Seite gehen sollte, wo 2 von diesen kleinen Schlüsseln sind. Einen davon braucht er. Ja, die Motte wird kein Problem sein. Auch die Arena hier in Pott hat zwar Stacheln, aber die bewegen sich nicht. Und das macht den Kampf wesentlich angenehmer. Matt auf dem Weg in den hinteren Teil wird gleich Bogen Bombus und Mitz finden. Oh ja. Dann vielleicht keine uninteressante Frage, was als nächstes? Okay, wir haben jetzt die Mitz. Wir haben Bogen, aber können Eastern jetzt nicht unbedingt so einfach machen. Es ist nur noch der Boss in Eastern übrig. Wir haben keinen Spiegel, um aus Pott direkt hinzugehen. Wir wissen nicht einmal, welcher Boss in Eastern ist. Matt hatte bisher nicht die Möglichkeit zu checken. Erirohr hat sie, soweit ich sehen konnte, nicht genutzt. Sehr schöner Hammerjump hier von Matt. Auf der anderen Seite Ice Palace ohne Somaria. Ja, es ist ein Crystal. Ja, wir können in Erfahrung bringen, welcher Boss das ist, aber wenn dann Trinix ist, möchtest du dann halt wirklich doch reingehen? Gehst du lieber raus, aber was machst du dann sonst? Ja, Swamp nicht möglich. Turtle Rock nicht möglich. Irgendwas müssen wir ja machen. Dark Death Mountain, okay. Sind aber auch nur 6 Items. Helmer, war nicht die Antwort. Und Erirohr geht nochmal nach Pott rein.
Und jetzt fällt ihm offenbar auf, dass da nur noch ein kleiner Schlüssel drin ist auf der rechten Seite, den er nicht mehr abholen braucht. Hat sich Eriro vielleicht so ein bisschen vom Dungeon Counter verrückt machen lassen. Aber ja. Geht raus, geht auf den Berg, geht für Darkness Mountain. 6 schnelle Checks. Ja, das ist aber nicht der Weg auf die rechte Seite, Eri. Da willst du schon oben bleiben und nicht die Kante runterspringen. Und Eriror geht schon mal Turtle Rock öffnen. Ja, nicht der verkehrteste Gedanke. Sollte hier ein Cane of Somaria oben auf dem Berg sein, aber kein Spiegel, dann könnte Eriror trotzdem Turtle Rock betreten und vermutlich sogar abschließen. Das wäre dann nur ein Trinex, der ihn daran hindern könnte. Auf der anderen Seite wäre Eriror unten ins Portal gegangen und dann über Super Bunny Cave hochgegangen. Und wir hätten die Cane hier auf dem Berg gefunden. Dann hätte Eri halt den Berg nochmal klettern müssen, wenn er denn in Third Rock hätte reingehen wollen. Third Rock ist Bombos. Das haben wir jetzt hier gerade eben gefunden. Wir haben die Stacheln hier wieder zuschlagen sehen. Blind in Turtle Rock. Turtle Rock ist komplett abschließbar. Bald wir den Somaria haben. Matt schließt seinerseits Port ab. Ja gut, jetzt braucht uns auch Trinex keine Sorgen mehr machen. Der Ice Shot lag nämlich direkt hier nebenan in Hookshot Cave. Auch Matt bewegt sich Richtung Darkness Mountain. Schauen wir mal, ob auch Matt so geistesgegenwärtig ist und Turtle Rock zuerst aufmacht oder ob er hier die leicht schnellere Variante nimmt, falls hier oben nichts ist. Ja, das sind Flippers. Jetzt ist Eispelle schon mal logisch betretbar. Und wir haben die Möglichkeit, Eispelle zu fulgieren, auch wenn es nicht angenehm ist. Wir hätten die Option, jetzt auch Eastern zu machen. Eastern ist unser zweiter Red Crystal. Dann hätten wir die Red Bomb noch und es scheint, dass Eriror genau das vorhat. Wir können jetzt jeden Boss besiegen, das heißt, Eriror braucht nicht mehr Sorge haben, dass er unnötig nach Eastern geht. Und ja, ohne Cane ist Ice Palace nicht so angenehm. Ohne Spiegel Swamp nicht möglich. Ohne Flöte Meier nicht möglich. Außerdem bräuchten wir den Cane zum Abschluss. Und ohne Cane Turtle Rock nicht möglich. Ja. Eastern scheint hier die sinnvollste Wahl zu sein, selbst wenn es nur ein einziges Item hier auf dem Boss ist. Aber mit Pot schon abgeschlossen. Kein Mirror weit und breit in Sicht. Keine Flöte weit und breit in Sicht. Und eben der Red Bomb, die dadurch freigeschaltet wird. Durchaus verständlich. Wir haben immer noch Sora bisher ungecheckt, Matt noch mit keinen Flipper-Checks. Catfish ist noch unbesucht. Das sind aber auch, soweit ich weiß, die einzigen Locations, die wir bisher noch von keinem Runner gesehen haben.
Matt, jetzt nimmt die Flipperchecks mit, während wir einen Argus niestern sehen. Sehr schöne zweite Phase von Eriroh. Nicht so einfach, wie sie aussieht. Man muss mit dem Fire Rod schon in einem gewissen Rhythmus schießen. Kann nicht einfach spammen. Allerdings nur Geld in Eastern. Das heißt, der Dungeon Clear selbst nicht so wertvoll. Und ja, Matt zieht es Richtung Ice Palace. Ich nehme aber mal stark an, das wird Eriroh jetzt auch in Angriff nehmen. Startet schon ein Linkshaus. Ah, okay. Nimmt die Red Bomb noch vorher mit. Hat er jetzt gerade freigeschaltet. Sind nochmal zwei extra Items. Schauen wir mal, ob etwas Wichtiges sich hinter der Bombe befindet. Ice Palace startet auf jeden Fall schon mal mit einem Kane, aber leider dem falschen. Denn das war Burner, nicht Sumaria. Beide Runner natürlich bestens vertraut mit dem Ice Palace Bomb Jump. Eriroh, ja, schon seit Jahren im Geschäft um den Weltrekord in ALTTP NMG Speedrun. Matt, noch nicht allzu lange her, dass er die 1.24 geknackt hat. Weiß also auch, wie man Speedrun macht. Und ja. Eriroh hier offenbar mit dem richtigen Riecher, denn das ist ein Spiegel auf der Red Bomb. Den brauchen wir. Der öffnet uns Swarm. Und noch so ein paar andere Sachen. Und scheint so, als ob Eriroh das Ganze nutzt, um jetzt noch Graveyard Edge und Catfish mitzunehmen. Außerdem Sora jetzt noch eine Option. Aber ja. Ja, okay. Nicht mal Graveyard Edge, sondern nur Catfish Sora für Eriroh. Kurzer Blick von Matt auf den Boss. In Ice Palace möchte vielleicht wegen seines Magieverbrauchs einmal schauen. Aber hier vielleicht sparsam sein muss. Ich habe nicht komplett drauf geachtet. Ja, hockt sich hier ans Hinterteil, um sich ein bisschen besser bewegen zu können. Ja, im Chat erwähnt Ice Amos, heute mal anders. Ja. Amos in Ice, nicht Amos on Ice. Ich weiß nicht, Matt? Ah, okay, doch. Nee, das war das Powdern. Okay. Ich habe das Gefühl, Matt heute mit so leichten Quickswap-Problemen, die ihn manchmal plagen. Pilz auf Sora! Will. Ah, drei Bomben in der Eastern Palace. Big Key Chest. Ja, aber Ice Palace sah bisher nicht so aus, als ob hier irgendwas Wertvolles drin gewesen wäre.
und Erirohr mit dem gerade gefundenen Spiegel erstmal an Swamp interessiert. Und wer kann es ihm verdenken? Acht Items in Swamp. Okay, Matt hat Ice Tea Room ausgelassen. Ne, nimmt er noch mit. Ja, wir werden jetzt einen Small Key finden, um die erste Tier hier vorne aufzuschließen. Ab dann erwarten uns ganz viele Items und ein Big Key. Der Big Key. Vielleicht in der Big Chest, vielleicht auch nicht. Alles andere ist ein Item. Und Master Sword ist auf jeden Fall... Tempered Sword ist auf jeden Fall schon mal ein Item. Aber Matt findet ebenfalls ein rotes Item. Und seins ist etwas schneller. Zumindest für die Bewegung. Denn das sind Boots and Eyes. Und ja, Boots in Ice Tea. Hä? Potenzielle Liegenlassgefahr. Und Matt jetzt auch mit der Möglichkeit, seine Silvers abholen zu können. Für Matt wird Eastern Palace ein bisschen schneller gehen. Und auch die Red Bomb. Und Swamp ebenfalls. Colts, der allerdings nicht mit dem Somaria, Eispilz ist auch Somaria lockt. Nicht, dass es für uns irgendeine Relevanz hätte, denn Eispilz ist nur ein normaler Crystal. Und alles, was es sagt, ist, dass wir Somaria hätten finden sollen, bevor wir Eispilz betreten, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich dann sowieso. Matt, mach noch einmal einen kurzen Check bezüglich Red Crystals vermutlich. Denn Matt sollte alle drei Pendants wissen, er hat das Pad gezogen. Oh, Boots öffnen Matt natürlich die Checks Kingstomb Bonk Rocks. Third Rock Map. Vicky. Hero erstmal zum Boss gegangen, geht nicht für die Big Chest zurück. Map für Desert. In Kingstomb. Und der Kompass für Maya. Oh, Matt geht auch noch seine Silvers abholen. Oh, übrigens ein Vanilla Argus. Ein Duplikatsboss. Ja. Full Boss Shuffle, der hier im Turnier gespielt wird, bedeutet 10 Bosse irgendwo plus 3x ein zweiter. Welcher es ist, ist zufällig. Wo der ist genauso zufällig. Und Erirohr geht für die letzten drei Items noch einmal in Swamp rein.
noch fehlen unseren Runnern zwei Items. Ich kann verstehen, dass Eriro hier nicht drei Items in Form zurücklassen möchte, wenn seine Möglichkeiten, Items zu finden, gerade rapide schon wieder schrumpfen. Ja, wir haben Catfish und Sora inzwischen gesehen. Wir haben noch Sickhead offen. Wir haben Graveyard Edge und K45. Ja, und das war's so ziemlich. Okay, der Burner aus Ice Palace natürlich, auch das hat Eriror noch offen. Aber der Burner aus Ice Palace öffnet auch noch Spy Cave. Ja, jetzt wo es darauf hingewiesen wird. Inzwischen haben wir ja Mits, also tatsächlich, da ist auch noch eine Smith Chain, die gemacht werden kann. Okay, es sind noch ein paar Checks. Wir haben Bombos Tablet. Ja, auch das sollte man nicht vergessen. Das kann man am Ende der Smith Chain ja auch noch einbinden. Das große Problem, das für Eriror hier entstehen könnte, ist eben, die Boots aus Ice Palace machen für Matt vieles schneller. Und ja, es ist nicht unbedingt gesagt, dass Eriror die finden wird. Und selbst wenn er sie finden wird, ist nicht unbedingt gesagt, wie früh er sie finden wird. Und wenn Matt hier dann doch eine halbe Stunde lang die Boots hat und Eriror nicht, das wird sich irgendwann bemerkbar machen. Gerade bei solch zwei Runnern wie diesen beiden hier, die nun wirklich sehr gut mit den Boots umgehen können. Und Swamp war leer. Ein Tempert am Anfang. Oh, sonst nicht viel. Okay, Eriror nimmt jetzt hier noch das Bombos Tablet mit. Ja, Eri, Stück zu kurz gelaufen, Mirror Bonk. Ja, das möchte man natürlich gar nicht haben, da sind Schwupps bei 7-8 Sekunden weg. So, Bombos Tablet. Hat die Flöte. Ich sehe hier langsam eine ganz große Gefahr drohen für Eriror. Eri wird vermutlich den Kane jetzt bald finden. Und ist dann in Go-Mode, hat also nicht mehr wirklich viel Grund in Ice Palace noch großartig viel zu suchen. Frage ist, Matt, wird das Swamp full clearen? Vermutlich. Aber Eri muss nochmal durch Ice Palace durch. Ja, und diese Boots eben. Eriror hat hier einen kleinen Vorsprung. Aber wir haben noch ein gutes Stück Seed vor uns. Ja, wir müssen erstmal noch den Somaria finden. Und jede Minute, die Matt diese Boots länger hat als Eriror, knabbern halt an dem Vorsprung, den Eri hat. Ja, Eri gibt jetzt noch den Pilz ab. Geht nochmal ein bisschen Potion shoppen. Matt füllt sich seine Red seine Flasche mit einer Red Potion an der Pyramid Fairy. Wir haben eine Red Bomb, Red Mail auf dem Pilz. Ja, und wie eigentlich fast zu erwarten, Eriror ab in die Maya Area. Ja, ich bin mal gespannt, ob Eriror hier auch schon Maya betreten wird ohne Kane oder ob er hier jetzt erstmal nur für Maya Chat und Checkerboard Cave geht und dann erst Eispille spielt. Und da ist der Kane of Somaria. Das ist Go-Mode in 21 von 22 Fällen für Eriror. Wird jetzt hier Maya Go-Moden.
Und ja. Jetzt wird sich zeigen, wie schnell wird Matt diese Flöte finden. Er sollte es nach Swamp Palace mitnehmen. Wird Matt die linke Seite auslassen? Das kann hier schon entscheidend sein. Das sind 2 Minuten, grob gerechnet, vielleicht ein bisschen weniger mit den Boots, die hier über Sieg und Niederlage entscheiden können. Denn Eriroa wird jetzt noch Ice Palace, Maya und Turtle Rock und GT alles ohne Boots spielen. Matt wird Swamp, Maya und Turtle Rock sowie GT alles mit Boots spielen. Außerdem, Matt hat Silvers Vorteil. Das sind nochmal 40 Sekunden. Kein Gottmeier, das ist nicht gut für Eriroa. Potenziell jede Sekunde, die er länger in Meier verbringen muss, hilft Matt. Außerdem, ich habe gesagt, 21 von 22 Fällen ist das Go-Mode für Eriroa. Wir haben immer noch den GT-Biki, den wir finden müssen. Ja, es gibt eben 22 Positionen davon und eine von diesen Positionen braucht die Boots ohne Wenn und Aber. Oh, ein Item für Eri Hirnmeier. Der Big hier ist tief vergraben, das ist nicht gut. Ja, denn auch das hier, das sind alles Laufstrecken, die Matt mit Boots zurücklegen kann. Das wird ihn im Vergleich weniger Zeit kosten. Ja, da ist der Big hier in der Lobby. Ja, bei Matt geht der Diver Down schief. Ja, das gibt natürlich wieder Sekunden zurück. Matt ist auch erstmal Richtung Boss unterwegs. Er wird 3 Items zurücklassen müssen, wenn er nicht wieder reingeht. Das ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon... da muss man sich schon was trauen, wenn man das skippt. Aber auf der anderen Seite, das sind eben... Ja... 2 Minuten. Auf der anderen Seite, was kann denn Matt noch machen, außer eben jetzt Left Side Swamp und Bombus Tablet? Ja, das sind Spy Cave, Smith Chain und Sickit. Ich glaube nicht, dass Matt da gewillt ist, das Risiko einzugehen. Eriroa ohne Boots geht hier auch nicht für ein Spooky. Matt geht nochmal rein, das ist wichtig, das ist Zeit, die Eriroa definitiv braucht. Und wir haben Trinex. Eri hat eine Blue Potion dabei, also jetzt nicht allzu schlimm mit Magie. Ja, aber wird die Potion trinken müssen. Bisschen schade. Ja, aber das ist Meier fertig für Eriroa. Werden wir jetzt einen Go-Mode Ice Palace sehen und ja. Also bei bestem Willen, die Boots wird Eriroa nicht mitnehmen. Selbst wenn Eri sagt, okay, die ein oder andere Extrakiste eben
mitnehmen, falls da vielleicht auch noch die Boots auftauchen, denn Silvers weiße Eri wird er nicht finden. Können nur die Boots sein, die dann zu den Silvers führen würden. Hat schon Tempered Sword, was soll er mit dem letzten? Also ich erwarte hier eigentlich einen Full Go Modice Palace von Eriror. Und selbst wenn er noch die eine oder andere Kiste am Weg mitnehmen würde, in denen wird er die Boots nicht finden. Und Eri geht hier schon Full-Go-Mode, Pengator lässt er aus. Das eher gewöhnlich als Skip, wenn man in Go-Mode Ice Palace spielt. Matt geht fürs Bombus-Tablet, er ist eh gerade schon hier. Wird die Flöte finden, wird die Flöte aktivieren, in die Maya-Area fliegen, Maya-Shed checken. Im Go-Mode sein und dann direkt nach Maya rein. Icebreaker für Eriror geht schief beim ersten, klappt beim zweiten, öffnet die Big Key Chest, da waren nur Bomben drin. Ja, er braucht einen Schlüssel. Den kann ich unter dem Stein umheben, die Truhe auch. Eine, die man normalerweise auslässt. Oh, Eri, das ist etwas sehr aggressiv, ohne Schlüssel hier zur zweiten Truhe zu gehen. Ja. Genau das. Nicht allzu schlimm. Er kann hier einfach einen Schlüssel mitnehmen, aber natürlich trotzdem, das sind 15 Sekunden weg. Sagt sich, okay, dann kann ich jetzt hier auch noch die Truhe checken. Wäre der Big Key. Ja, und Matt geht noch die Smith Chain mitmachen. Das sind nochmal wieder Sekunden für Eri. Denn das hat Eri erst gar nicht gemacht, ist direkt die Flöte aktivieren gegangen. Und in die Maya Area geflogen. Ja, für Matt natürlich mit dem Boots das Ganze sowieso etwas angenehmer zu machen. So, wer wartet hier auf uns in Ice Palace? Wir haben einen Trinex gesehen, Eriror hat volle Magie, das ist wichtig. Aber okay, wir wissen ja schon, es war nur Amos in Eis. Geht hier für den Quick Kill. Ja, und das ist Ice Palace fertig für Eriror. Hat jetzt quasi einen Maya-Vorsprung plus ein bisschen. Das ist ein gutes Stück. Das sind 3-4 Minuten. Aber wir haben auch noch ein ordentliches Stück Spiel zu spielen. Ja, Turtle Rock auch im Go-Mode. Dauert immer ein bisschen. GT ohne Boots, auch das nicht unbedingt das Schnellste. Und Matt ist ein absolut starker Spieler, also Eriror kann sich hier nicht viel Zeit lassen und Matt hat die Silvers, das heißt Eriror muss mit 40 Sekunden Vorsprung bei Ganon ankommen. Ansonsten zieht Matt Eri das Spiel noch unter der Nase weg.
Ahmed, jetzt nach der Smith Chain, hat nichts mehr offen. Er hat alles gemacht. Findet jetzt hier den Kane, ist im Go-Mode. Ja, und für Matt wird das hier ein etwas schnellerer Go-Mode. Meier. Eri wird schauen, dass sie hier möglichst zügig durch Turtle Rock kommt. Am Ende wartet Blind, so viel weiß Eri schon. Ja, kriegt einen Small Key. Ein Herzteil. Wir haben einen Vanilla Big Key. Es ist nicht unbedingt gut für Eri in dieser Situation. Alles, was jeden Dungeon langsamer macht, alles, was potenzielle Boots-Dash-Strecken ermöglicht, gibt Metz die ein oder andere Sekunde mehr, die er aufholen kann. Oh, verpasst hier auch den Spin. Wird dann vom Bunny Beam doch noch gefasst, bevor ich den Small Key holen kann. Matt findet heraus, dass ein Trinex auf ihn wartet. Er kann also nicht so ganz freizügig mit der Magie sein, wie er vielleicht sein wollte. Aber Matt jetzt auf dem Weg Richtung Boss in Meier. Eriro halb durch Turtle Rock. Und Matt setzt hier an zum Spooky. Ah, okay. Eine Stunde 39 lang konnten beide Runner im Schild ausweichen. Eriro findet den ersten in der Turtle Rock Big Chest. Vanilla, könnte man meinen. Auch wenn man normalerweise schon zwei andere Schilde vorher findet. Und Schilde im normalen Spiel ja auch nicht progressiv sind. Das ist ja tatsächlich was Rando-spezifisches. Apropos Schild, da hat Eri schon einen zweiten gefunden. Kriegt hier auch noch mal eine Green Potion. Das ist definitiv sehr angenehm für Eri, wo da ist der Small Key, den er braucht. Jetzt heißt es auf zu Blind zum Boss. Ja, aber nochmal extra Magie bekommen für Eriro auf dem Weg zu GT. Das ist angenehm im Boss-Shuffle.
Ah, der Mini-Helmer blockt den Schuss. Oh, Matt geht auch nochmal Potion kaufen. Wenn er denn eine Flasche frei hätte. Mal zwei Reds einstecken. Oh, muss ich Damage boosten. Okay, das sind natürlich jetzt auch alle Sekunden, die es Matt kostet, hier die Potion extra zu holen. Ja, Eriroa auch eher so Freestyle gegen den Blind hier im Turtle Rock. Muss dann doch langsam mal den letzten Hit landen. Ja. Aber... Kristall Nummer 7 eingesammelt. Eriroa macht sich auf den Weg nach GT. Dort wird er noch den Big Key suchen. Ihr könnt euren Tipps in den Chat abgeben, wo ihr glaubt, dass Eriroa den Big Key finden wird. So ein paar Zahlen sind allerdings verboten. Wer die einen Tipp, wird sofort gebannt. Denn ich glaube, das ist das, was Eriroa am wenigsten hier gerade sehen möchte. Andere potenziell gefährliche Zahlen sind die 3 und die 7. Aber während Eriroa gleich GT betritt und wir dann keine Tipps mehr annehmen, betritt Matt Turtle Rock und muss hinterherlaufen. Und Eriroa beginnt rechts, also alle, die 1 getippt haben, sind safe. Alle, die 3 getippt haben, müssen jetzt bibbern. Oh. Ist Eriroa im Go-Mode? Ja, er ist es. Und GT ist nicht mal bootslocked. Kein Small Key auf der Torch. Das heißt, Eriroa wird diesen Seed abschließen, ohne jemals die Boots zu finden. Denn er wird sie auch nicht brauchen. Okay, die ersten 8 Checks haben keinen Big Key für Eriroa. Leichte Probleme mit dem Bumerang. Ein bisschen fummelig im zweiten Raum. Mit dem, da er doch etwas schneller fliegt und dementsprechend auch schneller zurückkommt. Auch Nummer 9, kein Big Key. Ja, 10 bis 13. Ja, Eri verwirft eine Bombe. Ja, über den Seed gesehen, doch erstaunlich viele Unsauberkeiten bei Eriroa drin. Das ist man normalerweise nicht ganz so sehr von ihm gewohnt. Weiß nicht, ob es der Modus ist, ob es jetzt... vielleicht die Uhrzeit ist, die Eriroa hier so ein bisschen zu schaffen macht heute, aber generell einfach nicht so ganz auf der Höhe ist. Oh, sehr schönes Setup mit der Bombe, um hier den Teleporter zu skippen. Dann schauen wir mal hier. Auch hier. Kleiner, aber feiner Bombjump. Ja, aber auch die 14 bisher kein Big Key. So, was ist unser Boss on Ice? Oh, Lenmo. Ja,
das ist machbar. Gibt wesentlich schlimmere. Small Key, 5 Rupees und kein Big Key. Das ist potenziell schlecht für Eriror. Wenn Matt jetzt links anfängt, im Dark Magician oder im Starforce Raum, die Öffnung macht, um rechts weiter zu spielen, dann mit einem garantiert gefundenen Small Key. Ja, dann hat hier Matt sich einfach mal gute 3 Minuten zurückgeholt und dann wird's noch mal ganz, ganz eng. Okay, aber da jetzt wieder scheint sich Eriro doch noch mal ein bisschen besser zu konzentrieren. Sehr schöner Raum hier. Findet den Big Key, findet auch noch das Buttersword und sagt sich, ja, warum sollte ich jetzt noch was aufmachen? Ich habe einen Small Key. Was soll ich noch finden? Ja, Boots wäre nett gewesen, aber wir wissen schon, sie sind nicht hier. Auf der anderen Seite aber auch Matt fertig mit Turtle Rock, seinem 7. Crystal. Ja, welche Route wird Matt im GT antreten? Zu diesem Zeitpunkt ist er noch gut, ja, 1,5-2 Minuten hinten. Denn Matt kann nicht rechts anfangen und direkt zum Big Key, er muss links anfangen und das kostet nochmal seine 40 Sekunden extra. Aber Matt hat immer noch den Silvers-Vorteil. Und ja, auch hier im Climb können die Boots nochmal durchaus helfen. Aber bisher Eriro relativ sauber durchgekommen. Ah, verpasst jetzt hier den einen Gegner und der Starforce unten am Boden. Auch nicht sehr angenehm. Möchte hier Magie sparend unterwegs sein. Eri hat noch eine Green Potion einstecken. Und wir sehen ein Duplikat. Wir sehen Helmasaur King. Ich meine, okay, wir werden auf jeden Fall Duplikate sehen. Wir haben jetzt alle Bosse gesehen, alle Boss-Arenen. Das ist ein astreiner All Dungeons. Ja, und Matt hat links angefangen, also wird den schnelleren Weg zu Bicky haben. Ja, es ist immer noch ein Dreiviertel-Climb. Also das sind noch seine gut 2, 2,5 Minuten. Ja, Matt hat irgendwie gerade die Silvers nicht aktiv gehabt. Also, während wir bei Eriror so ein paar kleine Unsauberkeiten gesehen haben, zwischendurch mal, was die General Execution angeht, Matt scheint Quicksword-Probleme gehabt zu haben heute. Also beide Runner nicht am Optimum ihrer Beleistungsmöglichkeiten heute. Ja, Matt macht auch noch die letzte Truhe auf. Ja,
Aber ich habe das Big Key Guessing Game gar nicht aufgelöst, fällt mir ein, denn was war das auf der Big Key? Es war die zweite Truhe. Also müsste die 19 gewesen sein, wenn ich das jetzt nicht komplett verpeilt habe. Ich sehe keine 19, die getippt wurde, deswegen Unrat. Mit der 20 heute am schnellsten als nächster dran. Nochmal ein Coldstair zum Abschluss. Hover Protection. Eriro zündet Bombos. Kurz mit dem Buttersword einmal durch die Wolken gefegt. Und dann geht's auf Richtung. Aga 2. Ja, jetzt natürlich gerade ärgerlich, dass der Feed bei Iriro unterbrochen ist. Wäre zu hoffen, dass der nochmal wiederkommt. Denn es ist hier immer noch ein Ganon-Fight, der ansteht. Wir sehen Matt hier auch durch den Climb flügen, unterstützt von den Boots. Okay, wir kriegen Eriros Ende dann doch nochmal mit. Ja, schon in der dritten Phase bei Ganon. Trinkt die Green Potion. Muss ja zum Silverless ansetzen. Ja, bekommt hier einen Early Spin rein. Ja, die Silvers hat Eri gefunden, er konnte sie nur nie abholen. Danke, Ganon. Auch Matt sieht hier einen Coldstair, zückt einmal Bombos. Und mit dem Buttersword sollte dieser Kampf kein großes Problem sein, aber Eri kriegt hier schöne Triples rein. Noch ein Spin. Jawohl, da geht Ganon down. Und während auf der anderen Seite noch Coldstair explodiert, hat Erirohr noch eine letzte Brücke zu überqueren. Und dann gewinnt Erirohr Spiel 1 hier in den Top 16 gegen Matt. Mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 54 Minuten und 35 Sekunden. GG. Ja, Matt auf der anderen Seite. Aber nochmal relativ nah rangekommen. Am Ende war es unter anderem die Smith Chain, die Matt dann doch noch extra gemacht hat. Die dann trotz der Boots das Ganze eben nicht mehr möglich gemacht haben. Matt mit dem besseren GT-Routing ist nochmal ein ordentliches Stück rangekommen. Aber am Ende hat Eriro es dann doch routiniert zu Ende gespielt in einem Seed, der ja
Der hatte was zu bieten. Interessante Entscheidung auf beiden Seiten getroffen worden. Beide mit dem Pet Line Pull für eine Mystery Meyer Map, nur um dann festzustellen, dass Pot wie immer die Antwort gewesen wäre. Mit Bogen, mit und Bombus, das ja für Touchdown am Ende auch noch benötigt war. Erivor besser durch den Seed gekommen. Matt mit den Boots noch ein paar mehr Checks gemacht, als Ero es hatte müssen. Und dadurch, dass Ero generell ein bisschen früher am Mirror war, ein bisschen früher auf der tatsächlichen Gomo-Route und die Boots eben nicht nötig gewesen sind, Eri mit dem Full, mit dem komplett Gomo oder Ice Palace, hat sich dann seine Zeit sparen können. Matt beendet hier dann dennoch den Seed mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 57 Minuten und 4 Sekunden. Auch GG hier nochmal an dieser Stelle an Matt. Ja, es war ein kompletter Seed. All Dungeons. Bisschen selbst verschuldet. Agar konnte man nicht vermeiden. Pet hätte man vermeiden können. Ach, und dann in einem wirklich sehr, sehr spannenden Race hat sich Erirohr durchsetzen können. Ne? Matt wird sicherlich der Tod bei oder das Powdern bei Coles, der beim allerersten Versuch nachhängen. Das war ein Zeitpunkt, das hat Matt einfach 2 Minuten gekostet, mindestens. Ansonsten hätte Matt da den Boss beim ersten Mal schon besiegen können. Und dann hätte das Ganze vielleicht komplett anders ausgesehen. So hat es Erirohr dann doch geschafft, sich durchzusetzen. Ja, mal schauen, ob wir Erirohr noch ein Interview bekommen können. Also, wir reden natürlich jetzt erstmal international zum Interview. Ansonsten kann man ja in der Zwischenzeit schon mal auf weitere Spiele verweisen, denn in 13 Stunden steht direkt das nächste Race an. Das mit deutscher Beteiligung stattfindet. Denn um 13.10 Uhr an diesem Samstagmittag. Senna Kane gegen Teto, Spiel 3. Wer wird in die Top 16 einziehen? Das wird spannend zu verfolgen sein. Wir könnten einen weiteren Top 16 Kandidaten aus unserer Community hier haben. Oder vielleicht doch ein unglückliches Ende des Turniers erleben. Ansonsten sehe ich weiterhin noch keine weiteren Spiele im Main Tournament geplant. Ein Blick auf den Challenge Cup Plan verrät auch nichts mit deutscher Beteiligung. Ja. Spiel 2 bzw. 3 zwischen Matt und Erirohr ebenfalls noch nicht geplant. Daher wird sich zeigen müssen, wann es weitere Spiele aus den Turnieren gibt.
da können wir momentan leider nicht mehr verkünden. Wir warten immer noch darauf, ob oder für wann Schulzer seine Top 16 Spiele gegen Muggelcharm plant. Winter wartet noch auf seine Gegner im Challenge Cup in den Top 16. Und wenn ich das richtig sehe, auch Winter die einzig verbliebene deutsche Vertretung im Challenge Cup. Natürlich hier auch nochmal dickes Dankeschön an Dudwave auf jeden Fall, der hier für heute ganz fleißig getrackt hat und mit den Stream-Problemen, die wir jetzt hier hatten, genauso zu kämpfen hatten wie wir alle. Aber es macht das Tracking natürlich nochmal unangenehmer. Ich denke, wir haben es trotzdem, oder zumindest Dudwave hat es sehr gut hier hinbekommen, mich auf dem Laufenden zu halten, was wir denn alles gefunden hatten. Ja. Da natürlich immer wieder schön zu sehen, dass auch da die Leute bereit sind, ihre Freizeit zu investieren, damit wir hier das Ganze euch präsentieren können. Oh, ansonsten natürlich auch, wer es noch nicht getan hat, ich verstehe nicht, warum man es noch nicht, oder verstehe nicht, warum man es noch nicht getan haben sollte, aber jedem das seine. Lasst doch ruhig Eri oder und oder Matt doch auch mal ein Follow da, wenn euch gefallen hat, was die beiden dir gezeigt haben. Es war ein spannendes Race in einem interessanten Seed. Ja. Wie erwähnt, Matt offenbar kürzlich mit einer NMG-PB, mit einer 1,24 irgendwas. Was dann doch schon wirklich sehr, sehr stark ist. Da kann man durchaus auch mal den Follow dalassen, wenn man da vielleicht ein wenig dran interessiert ist, NMG zuzuschauen. Thank you.
So, und solange wir noch ein wenig auf Erirohr warten, was nicht mehr allzu lange sein sollte, aber wir können noch schon mal einen kleinen Ausblick geben, was es vielleicht darauf bedeutet, wenn Teto morgen gewinnt oder eben nicht. Denn der nächste Gegner aus dem Match Senna Kane gegen Teto wird P-Train sein. Und P-Train auch absolut großer Name in der Rando-Community. Einer der bekanntesten Haberer. Also die Aufgaben werden nicht leichter. Sollte jetzt sich Teto hier den Platz in den Top 16 sichern. Aber sollte es Teto gelingen, auch noch das Match gegen P-Train zu gewinnen und Schulze schafft es gegen Mugelscham, dann hätten wir tatsächlich in den Top 8 im Viertelfinale ein deutsches Aufeinandertreffen. Aber ich habe genug Zeit überbrückt. Ich habe gehört, hey, wir haben einen Eriro hier. Ja, GG Eri. Oh, danke. Das war ein ganze Race, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Also, Es war alles drin und ja. Ich meine, du hast jetzt gut Training in dem Modus gehabt. Ja, genau. Also, ja, das Modus war wirklich das Problem, glaube ich. Also, das Boss-Shuffle und so, das habe ich relativ okay hinbekommen. Die Bosses waren okay. Aber, ja, ich weiß nicht. Fast 2 Stunden Wurzels, ne? Das ist, ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ja, also, wenn man als aus dem Speedrun dann gewöhnt ist, dass man die doch eigentlich in der Regel so nach 10 Minuten bekommt, ein bisschen mehr vielleicht. Ja, es war wirklich ein merkwürdiger Seed. Ihr habt beide relativ ähnlich geroutet, sehr ähnliche Checks gemacht. Matt mit dem etwas saubereren Beginn, indem er nur einmal nach Eastern gegangen ist, direkt den Hookshot mitnehmen konnte und dann den Berg clearen konnte. Ja, war, ich würde sagen, 4-5 Minuten vor dir bei Aga durch. Du ja noch mit Agina, mit den Fake-Clipper-Checks, das hat alles Zeit gekostet. Ja, das war ich auch. Ja, aber dann hat sich das Ganze an einer Stelle schon mal ein bisschen gewendet, nämlich in Skywoods. Als Matt dann nämlich rein ist und so Cold Stare, hat er volle Magie, aber nicht volle Herzen, also kein Swordbeam. Und dann schießt er 5 Fire Rod Shots und dann kommt aus irgendeinem Grund auf einmal das Powder dazwischen. Ja, und dann steht Matt da vor einer Hülle von Cold Stare, die nicht kaputt geht und das war mit ein großer Wendepunkt in dem Race. Ja, okay. Das erklärt ganz viel. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich so 5 Minuten hinter war aus dem Light World, weil ich so Eastern Area double dippte und ja, irgendwie krass mit meiner Bomben-Situation nicht so gut war, weil ich wollte eigentlich escapen, aber ich hatte nur 3 oder 4 Bomben. Um dann zum High-Layer-Shop zu laufen, Bomben zu kaufen und dann wieder zum Escape zu gehen. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Aber dann konnte er wahrscheinlich dann auch Escape und Aga also zusammen machen, wahrscheinlich, ne? Also das, genau das, ja. Aber ja, dass der Rest dann ähnlich war, das kann ich wohl glauben, weil wenn man dann nicht direkt zum Port geht und ja, ich hatte die Information vom Bogen. Also ich wollte mal gucken, ob dann in der Rest der Dark World es irgendwo Boots gab. Ja. Ja, das war dann meine Idee. Aber wenn Matt etwas Ähnliches macht, dann ist es, glaube ich, normal, um erst die Standard-Dark World-Sachen zu machen, dann dem Buch zu folgen und dann die Hammer-Checks und so. Also ja, das ist... Dann ist Port bis zum Ende nicht so lukrativ. Also macht Sinn. Ja, also die halt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit dann auch sehr ähnlich gespielt, inklusive Thiefstown, beide nicht ins Back gegangen, ne, wo es ein Pendant war. Dann beide auch nach Desert gegangen für den Hammer, wo man das zweite Pendant machen musste. Hatte nicht viel Option, seid deswegen zum dritten Pendant, dem Green Pendant gegangen in Hera. Habt auch das
nahezu fulfiert. Da der zweite wesentliche Unterschied, Matt mit Heraport hoch zu Moldorm, dann nochmal zurück ins Basement und einen zweiten Heraport, der ein bisschen gedauert hat, bis er den hinbekommen hat, nochmal zur Big Chest. Der Skip hat dir den zweiten großen Teil des Rückstands zurückgebracht, den du bis dahin hattest. Ja, und ab dem Punkt warst du schon effektiv in Front. Ja, und dann kam es noch so ein bisschen darauf an, ab dem Zeitpunkt, wo ihr, habt ihr beide nochmal Thiefstown ins Back gespielt. Aber Matt hatte noch irgendwas zusätzlich gemacht. Und du bist mehr oder weniger direkt nach... beziehungsweise da habt ihr dann unterschiedliche Sachen gemacht. Du bist direkt nach Eastern gegangen und hast dem zufolge eine Mirror sofort bekommen. Matt ist nach Ice Palace gegangen, hat es full cleared und dort die Boots gefunden. Ja. Aber die Boots haben ihn halt dann auch mal so ein bisschen weiter weggetrieben vom Spiegel. Ja, aber es hat ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß gemacht. Vielleicht. Ich meine, er konnte die Silvers mitnehmen und ja... Für Matt lief es ab dann auch eigentlich relativ sauber. Er hat dann halt nur wirklich alles auch noch mitgenommen, inklusive Smith Chain und eben auch dieser letzte Skip zusammen hat dann es dir dann eben erlaubt, diesen dieses Race dann doch noch zu holen. Trotz den Boots, die du dann nie gefunden hattest und doch eine Menge Weg, die du dann noch bootsless zurückliegen musstest, die Matt alles mit Boots machen konnte. Ja, aber ja, trotzdem, Matt hat auch Swamp full cleared. Inklusive der Zeit und dann eben von Swamp aus über die Smith Chain oder vom Bombus Tablet über die Smith Chain alles hochgeroutet mit der Flöte und den Kane dann halt auch quasi last located, wenn man Spike Cave und Checkerboard Cave mal wegrechnet. Ich glaube, ansonsten hatte Matt wirklich gar nichts mehr offen. Wobei, ist Matt jemals zu Sora gegangen? Vielleicht das nicht. Okay. Ja, ist auch schwierig, wenn man die Spiegel nicht hat. Also der hat erstmal das vor Eastern gemacht, ne? Der hat keinen Spiegel, ja. Ja, okay. Das ist... Letztendlich hat Matt hier halt wirklich fast alles gemacht und du konntest halt eben so die ein oder andere Sache mehr auslassen. Eispalace voll Go-Moden. Maya auch so semi-Go-Moden, der Bikini leider nicht so früh. Auch der Big Key in Third Rock nicht so früh, aber es ist letztendlich hat es dir alles gereicht. Trotz der für dich auch schlechten Route im GT, da hat Matt nämlich dann doch nochmal 2 Minuten zurückbekommen. Ja, ich hatte wirklich die Hoffnung. Also ich hatte mich nicht so gut gefühlt. Also ich dachte, okay, vielleicht kann ich damit 1 Minute sparen, weil ich weiß, dass Matt meistens Brain Rot macht. Aber dann gibt es natürlich da Big Key in Compass Room. Ich dachte schon, okay, ja gut, das ist es dann. Ich fühlte mich schon nicht so gut und dann das noch dabei. Also während der General Fight hatte ich schon das Gefühl, okay, das dann kommt. Jedes Spin kann ein das dann kommen. Aber gut, mal Glück gehabt. Ja, wahrscheinlich dieses Wochenende kommen dann Game 2 und oder 3. Da kann man sich dann drauf freuen, denn auch wenn ihr beide mit Problemen zu kämpfen hattet, man hatte so ein bisschen das Gefühl bei Matt, dass er mit dem Quickswap leichte Probleme hatte, weil es war nicht nur der Kampf bei Coldstair mit dem Powder, sondern er war immer wieder mal zwischendurch. Dann wollte Matt in GT die Gitdos mit Silvers töten und die Silvers waren aber nicht aktiv. Oder... ist von der Lampe auch mal abgerutscht und aus Versehen Quake gezündet und es waren so ein paar Situationen drin, also da hatte Matt vielleicht irgendwie gerade mit zu kämpfen heute. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Controller-Probleme angedeutet hat oder nicht, oder ob das einfach generelle Unkonzentriertheit war. Kann natürlich immer mal vorkommen, aber es war schon auffälliger heute. So gut. Das hebt sich oder legt sich hoffentlich zum nächsten Race und dann kriegen wir vielleicht ein wirklich knappes Race zu sehen, wirklich spannendes Race. Mal schauen, welcher Modus es wird, weil eins ist sicher, nochmal Boss Shuffle kriegst du nicht mehr. Okay. Also nicht direkt in Folge, das ist jetzt unmöglich. Ja, wahrscheinlich Open Heart oder Kisanity oder so. Ja. Aber ja, danke schön für den Solo Commentary. Das war wahrscheinlich ein langes Seed alleine.
Es ist genug passiert. Es ist ja, das glaube ich schon, ja. Von daher, ich mache es immer wieder gern. Und ja, wenn es mehr Races zu kommentieren gibt, dann bin ich natürlich auch gerne wieder am Start. Aber ja, dann danke, dass du hier nochmal kurz vorbeigeschaut hast. GGs immer. Und viel Erfolg bei dem nächsten Race, das dann ja wahrscheinlich in Kürze folgen wird. Ja, er wollte das gerne dieses Wochenende machen. Also irgendwann dieses Wochenende kommen wir nochmal vorbei. Okay, wir werden unsere Augen offen halten. Aber ja, dann denke ich, können wir an dieser Stelle uns Richtung Ende bewegen. Nochmal dickes Dankeschön hier an Dudwave, der auch bis jetzt hier noch dran geblieben ist und fleißig den Tracker bedient hat. Ja, und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer schnell ins Bettchen, kurz einmal schlafen und dann direkt das nächste Race schauen. Nicht vergessen, 13.10 Uhr, Teto gegen Senna Kane, Spiel 3. Es geht um den Einzug in die Top 16. Ja, das will man nicht verpassen. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.